Welche Rolle spielten und spielen Dokumente in unserem Alltag? Wie verändern Technologien die Art und Weise, wie wir mit Dokumenten umgehen? Manuel Andrack geht exklusiv für Kyocera auf Entdeckungsreise und wirft einen Blick auf Dokumentenprozesse gestern, heute und in Zukunft. Unser Alltag ist voll von Dokumentenprozessen. Und die funktionieren heute meistens digital. Beispiel: Ich habe gerade frisch geduscht, trockne mich ab, bin ganz nackt, stell fest, Mist, du hast ja gar keine Wanderkleidung mehr. Also nehme ich mein Smartphone, bestelle online die schärfsten Wanderklamotten der Welt und dann bekomme ich direkt auf mein Smartphone eine digitale Bestellbestätigung. Dann öffne ich das Paket, bin glücklich, aber vielleicht manchmal auch nicht. Also kann ich eventuell digital auch das Ganze zurückschicken, bekomme einen Retourenschein. Das Spannende ist, sich mal die Frage zu stellen, gab es diese Dokumentenprozesse analog früher auch, in vergangenen Epochen? Zum Beispiel vor 2000 Jahren im Römischen Reich. Um das rauszukriegen, bin ich nach Xanten gefahren, hier zum Archäologischen Park Xanten und treffe mich gleich mit Dr. Katrin Jaschke. Und die kann mir einiges über Dokumente im Römischen Reich erzählen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin heute das erste Mal hier und Sie, Dr. Katrin Jaschke, können mir erklären, wo ich überhaupt bin. APX, das hört irgendwie sich an wie ein Antivirenprogramm. Was ist denn das APX? APX ist unsere Abkürzung für Archäologischer Park Xanten. Also gibt es schon mal einen Hinweis, es geht um Archäologie. Wir befinden uns hier auf dem Gebiet einer römischen Stadt. Genau, Xanten, Römer, das habe ich schon mal gehört. Genau, also ist dafür bekannt, nennt sich auch Römerstadt, weil hier vor 2000 Jahren eine Kolonia, also eine Stadt höchsten römischen Bürgerrechts stand und der archäologische Park versucht, diese wieder ein wenig zum Leben zu erwecken. Hinter uns sehen wir das antike Xanten. Ja. Was bedeutet, die orangen Gebäude, die stehen heute noch oder da habt ihr schon was gefunden? Genau, die orangen Gebäude oder die bunten Gebäude, das sind die, die ausgegraben worden sind und die so gut bekannt sind, dass man sie rekonstruieren kann. Alles, was weiß ist, ist das, was wir noch nicht genau kennen. Also das sind eben die bunten 25%. Und ich sehe hier auch so ein Amphitheater, das war ja auch wichtig für die Römer, oder? Also absolut. Nicht nur Arbeit, nicht nur Dokumente erstellen, ja gleich unser Thema, sondern auch ja, Brot und Spiele. Delectare et prodesse, habe ich mir gemerkt. Mein Gott, ich bin zutiefst beeindruckt. Nein, es ist völlig richtig. Freizeitgestaltung war sehr, sehr wichtig. Mhm. Es gibt das Amphitheater, wo ungefähr, so nimmt man an, die Gesamtbevölkerung der Stadt um die 10.000 Mann auch hineingepasst hat. Und diejenigen, die in der Stadt das Sagen hatten, Bürgermeister, Beamte, die haben auch für die Spiele gesorgt. Ah. Und damit auch die Einwohner bei Laune gehalten. Und dann, wir haben einmal das Amphitheater und wir haben auch noch die großen Thermen. Immer ganz wichtig und das ist eben das Gebäude, in dem wir auch jetzt mit unserem Museum sind. Ach, wir sind in den Thermen. Wir sind in den Thermen. Wunderbar. Ja. Und hier erfahren wir auch etwas, das ist ja unser Thema, über Dokumentenprozesse vor 2000 Jahren, weil das kannten die Römer auch schon, oder? Das kannten die Römer auch schon und die Römer waren von der Bürokratie her ähnlich wie wir heute. Es gab sehr, sehr viel Schreibkram. Okay. Es gab nicht nur die Inschriften, die wir natürlich hier im Museum auch haben, sondern auch sehr, sehr viel bürokratisches Material. Spannend, das gucken wir uns mal genauer an. Machen wir. Frau Jaschke, man kann aber schon sagen, dass es Dokumente im Römischen Reich gab, die wichtig für den Handel waren, oder? Auf alle Fälle.
Also es gibt Verträge, es gibt Bestellungen. Auch heute noch erhalten sind. Die auch heute noch erhalten sind. Also leider nicht aus unserer Gegend. Das hat was mit Erhaltungszuständen zu tun. Papyrus ist ja relativ anfällig. Mhm. Weiterer Stoff, die Wachstäfelchen ebenfalls. Aber wir haben die aus Italien erhalten, wo man also sieht, dass das sehr genau geregelt war, auch schon rechtlich abgeklopft, dass man sich da aufeinander auch verlassen konnte. Das ist ja eigentlich das Praktische an der römischen Zeit für den Historiker, dass ja so wahnsinnig viel erhalten ist. Ne? Also es gibt ja wirklich Epochen im Mittelalter, da 30er Krieg, sag ich mal, da haben wir ja fast nichts. Und die Römer haben immer alles schön aufgeschrieben, oder? Schön aufgeschrieben, gut archiviert und halt auch viel geschrieben tatsächlich schon. Das heißt, von der gigantischen Masse, die es damals gegeben haben muss, haben wir immerhin einen kleinen Teil noch behalten. Konnten die dann eigentlich alle lesen und schreiben? Das ist eine ganz schwierige Frage, wenn man sich in Pompeji anguckt, die ganzen Graffiti, die da an den Wänden sind. Ich schreibe ja nichts an die Wand, wenn ich weiß, es kann keiner lesen. Ja, so, genau. Das heißt, es muss eine Menge Menschen gegeben Graffiti haben. Graffiti gab es auch, so Schmierereien, wie bei Leben des Breien, wo der immer neu schreiben muss. Genau, das heißt Romani. Romanis ite domum. Genau, das gab es damals auch schon. Es gab Wahlwerbung oder man hat sich über seinen Lehrer lustig gemacht. Alles da und das macht nur Sinn, wenn es auch jemand lesen kann. Wobei in der Antike die Fähigkeit lesen und die Fähigkeit schreiben voneinander getrennt waren. Man musste nicht beides beherrschen. Also mehr konnten lesen? Mehr konnten lesen als schreiben, aber es gab auch sehr, sehr viele, die schreiben konnten, weil wir haben nicht nur wichtige Korrespondenz erhalten, sondern auch Einkaufslisten. Ganz praktisch für den Handel waren ja die römischen Straßen, die natürlich wichtig waren, um auch Legionäre von West nach Ost, von Nord nach Süd zu bringen, aber eben auch für den Handel. Wir stehen jetzt vor einer ganz besonderen historischen Karte. Ich versuche jetzt gar nicht, die auszusprechen. Ich verhaspel mich immer. Das ist die Tabula Peutingeriana. Sag ich doch. Genau. Das ist uns aus dem Mittelalter erhalten, aber es sind alle originalen Römerstraßen drauf verzeichnet. Maßstabsgetreu ist das nicht, sondern man kann das eher vergleichen mit einem U-Bahn-Fahrplan, dass man ungefähr weiß, wo sind die Orte, was liegt hintereinander. Aber die ganze Welt ist drauf verzeichnet auf dieser Karte, aber sehr in die Länge gezogen, was eben mit dem Format zu tun hat. Deswegen habe ich diese Rolle hier in der Hand. Ja. Papyrus. Zeigen Sie mal. Und wenn man das eben aufrollt, dann hat man eben diese Karte und kann das wieder zusammenrollen und dann eben die ganze Welt als Rolle mit sich nehmen. Wunderbar. Und da wurde, wie gesagt, auch Handel betrieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel als römischer Wanderer, sind ja auch viele zu Fuß gegangen, neue Kleidung brauchte. Ja. Wie habe ich das denn gemacht? Sie konnten nicht einfach was bestellen, irgendwo anrufen oder im Internet schauen, sondern sie mussten sich zum nächsten Händler oder Produzenten hinbegeben und dort die Bestellung aufgeben, weil vieles war auch maßgeschneidert, oder gucken, was der von der Stange hatte. Aber sie mussten sich tatsächlich auf den Weg machen. Dann machen wir uns doch auch jetzt mal auf den Weg, oder? Machen wir. Sehr cool. Ganz schön hier übers Gelände gewandert. Wo genau sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in den Handwerkerhäusern, also wir sind einmal quer durch die Stadt und sind jetzt im Haus des Webers. Da gibt es meine Wanderkleidung, oder? Genau, hier kann man Kleidung bestellen und dann auch kaufen. Also hier kommt man her, um sich neue Kleidung zu kaufen. Das heißt, ich wusste nicht unbedingt, ob er das, was ich brauche, auch vorrätig hat. Richtig. Also es kam vor, dass man sagt, oh, hier ist was in der Auslage, das nehme ich mit, aber sehr viel wurde auf Bestellung gearbeitet. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, da ist ja schon das, was ich, ein wunderschöner Wanderumhang, oder? Genau, in trendigem Blau. Ja, muss ich jetzt vorher zahlen und einen Vertrag, ein Dokument abschließen, um das anzuziehen, Gebrauchsspuren oder so? Nein, ich darf erstmal anprobieren, oder? Genau, also erstmal anprobieren ist völlig in Ordnung, ob es passt von der Größe her, wobei das bei den Römern nicht ganz so schwierig war. Der ist vorne zugenäht, deswegen kann man also anziehen. Aber Sie helfen mir, oder? Genau, ich helfe Ihnen jetzt, da kommt der Kopf durch. Okay. So, und dann ziehen wir das hinten mal runter. Das ist sehr nett. So, also Sie haben hier einen klassischen römischen Wandermantel. Das ist aber eher auch, also im Schultheaterstück mit den sieben Zwergen kann ich auch mitspielen. Ja, oder? Also die Kapuze ist sehr, sehr groß. Ja, ich merke das gerade. Ja. Und der ist halt ungewöhnlich für uns heute auch gar nicht so lang. Der geht Ihnen ja nur bis zur Hüfte maximal.
Ich finde, sieht top aus. Ja, ja, also oder? Ein Traum. Macht einen also, schlanken Fuß, oder? Bei der Größe würde ich sagen, könnte noch ein Hauch größer sein, an den Schultern vor allen Dingen. Ja, okay, dann aber ich würde mal sagen, also packen Sie mir das mal bitte ein. Ja, schön. Ich zahle jetzt hier mal, ich hab's passend, ein paar Sesterzen. Ja. Stimmt das so? Nicht ganz. Nee? Also vom Preis her nicht ganz. Prinzipiell vom Ablauf ja. Ja. Sie legen das Geld auf den Tisch, damit ist die Sache durch. Keine Quittung? Keine Quittung. Keine Quittung? Keine Quittung. Ja, und was ist, wenn da die Naht aufgeht nach 2 Tagen? Reklamationen? Reklamationen? Retourenschein? Nichts Schriftliches. Also nichts. Sie können dann hier nochmal herkommen und sagen, ich habe den doch erst vor kurzem gekauft und okay. Wie kann das sein? Und wenn dann der Verkäufer sagt, nö, das ist dein Problem, dann muss man sich tatsächlich an den Richter wenden. Also dann wird es direkt hochoffiziell. Aber Sie haben kein Schriftstück in der Hand, das Ihnen belegt, dass Sie den in einwandfreiem Zustand gekauft haben oder im nicht einwandfreien Zustand. Wahnsinn. Aber es gab doch, ich sehe hier schon diese Täfelchen, es gab doch Verträge auch im Römischen Reich, oder? Gab es. Also für so etwas wie ein Wandermantel jetzt nicht zwingend. Das ist ein bisschen zu klein, obwohl Kleidung sehr teuer war in der Antike. Ach so, echt? Sehr, sehr teuer. Vergleichbar? Also wie viel? Also für so einen Mantel, Euro, ja. Das ist immer schwierig, aber für so einen Mantel kann man locker sagen, hat man als Handwerker 2 Monatslöhne zahlen müssen. Also heutzutage schon ein paar tausend Euro? Das wären ein paar tausend Euro. Ehrlich? Ganz genau, ja. Hält dann aber auch mehrere Generationen wahrscheinlich. Hält dann, oder? Naturprodukt, handgewebt, das hält dann, ja. Aber also Verträge gab es für die größeren Geschichten. Also zum Beispiel, wenn der Handwerker Stoffe oder Ähnliches auch bei Lieferanten noch bestellen musste. Zum Beispiel, wenn er etwas nicht selber herstellen konnte oder eine große Bestellung hatte und zukaufen musste, dann wurden Verträge geschlossen tatsächlich. Und die sind dann wirklich auf solchen Holztäfelchen? Die sind auf solchen Holztäfelchen festgehalten worden. Wachstäfelchen, wo man immer denkt, Wachs ist ein vergängliches Material, da sind noch andere Dinge beigemischt, hält sehr gut. Und da hat man Verträge mit beschriftet. Und die wurden auch versiegelt, damit hat es was ganz Besonderes auf sich. Das erklären Sie mir gleich, glaube ich, oder? Genau, das sparen wir uns für gleich auf. Tschüss. Ui, Frau Jaschke, jetzt sind wir hier in der Halle, wo alle berühmten Bewohner von Xanten versammelt sind. Nicht ganz leider, sondern eher diejenigen, die wichtig waren für das Reich und dann natürlich auch für die Stadt. Xanten. Wie er hier mit der topmodischen Frisur, oder? Wie er hier, genau. Kaiser Trajan, der Namensgeber der römischen Stadt, die ja offiziell Colonia Ulpia Traiana hieß, weil er Ulpius Traianus hieß. Und er hat bestimmt auch eine Menge Verträge gemacht in seinem Leben, oder? Absolut. Ja? Also als Kaiser ist man oberster Gerichtsherr gewesen. Man konnte direkt an den Kaiser appellieren, wenn man ein Problem hatte als römischer Bürger. Das hat er gemacht. Er hat seine ganzen Statthalter dirigieren müssen. Das wissen wir von Plinius dem Jüngeren, der jede Menge Briefe an Trajan geschrieben hat. Also diese Verträge haben alles Mögliche geregelt. Da ging es jetzt nicht nur um Handel, alles. Genau. Also, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Tausende wurden da archiviert? Das ist ganz, ganz schwierig zu fassen. Wir haben nur so kleine Schlaglichter von Archiven. Also es gibt eins bekannt aus Pompeji, da sind 127 Schriftstücke drin. Aber wir wissen, dass es in Rom gab es ein Archiv, okay. Das Tabularium. Das ist auf dem Kapitol unter dem heutigen römischen Rathaus, kann man noch die Reste sehen. Und da müssen also Gänge voll mit Schriftstücken gestanden haben. Also wirklich Tausende? Ja, definitiv. So, und hier so ein Schriftstück, das hatten wir eben beim Weber schon. Das sah wirklich so aus. Genau. Das haben Sie sich selbst gebastelt, irgendwie mit der Laubsäge? Oder? Ja, also das ist eine Replik, die man natürlich kaufen kann. Das hier, das packe ich mal aus, damit man auch weiß, was das ist. Das sind die zugehörigen Stifte dazu. Ah, man hat das eingeritzt oder wirklich drauf geschrieben? Genau, man konnte dann, also man kann das aufmachen und dann hat man hier drin eben das Wachs und man konnte dann... Im Prinzip eine altmodische Schultafel so ein bisschen, ne? Genau, wie eine Schiefertafel und man hat dann wirklich in das Wachs hinein ritzen können. Ja. Sie sehen das und dann wird das so weiß, auch am Rand kann man relativ gut sehen.
Und man hat hier direkt den eingebauten Radiergummi dabei, weil man kann das dann mit der anderen Seite dann auch, das geht jetzt ein bisschen schwergängig. Ja, verstehe. Wieder glatt streichen, konnte man also auch wieder verwenden. Und dann wurde das, das war dann schon sehr knapp gehalten, der Vertrag, ne? Genau, es gibt es auch, man konnte auch mehrere dieser Täfelchen hintereinander binden. Wenn man dann den Vertragstext hatte, wurde das zugeklappt, gebunden. Und versiegelt natürlich auf dem Knoten im römischen Original. Hier eine kurze Zusammenfassung reingeschrieben. Ah, was steht da drin? Quasi als Buchrücken, ja? Damit man sehen kann. Genau, das ist das und das. Und da sind dann die wichtigsten, also die Vertragsnehmer und Ähnliches gewesen. Dann wurde gesiegelt. Hier ist nur eins drauf. Insgesamt waren das aber mehr. Hier wurde unterschrieben. Und in der Regel finden auf so einer Wachstafel 7 Siegel statt und 7 Unterschrift, weil es 7 Zeugen gab für einen ordentlichen Kommt Vertrag. Da etwa dieser Begriff her? Buch mit 7 Siegeln? Das ist das Buch mit 7 Siegeln. Ehrlich? Ganz genau, ja. Ah, toll, wieder was gelernt. Super. Ja, aber warum 7? Also es gibt auch 5, aber 7 war so eine Zahl, wo man sagt, okay, da hat man nicht nur seine 3 besten Freunde genommen, sondern eben auch Menschen, die das wirklich bezeugen. Aber damals können. Vielleicht auch schon so eine Art magische, mystische Zahl. Ne? 7 hat ja immer so eine 7, 13. Ne? Ja, bei den Römern nicht so mit der 7. Aber das ist eine interessante Begründung. Also 7 muss man erstmal zusammenkriegen, die das bezeugen. Ne? Genau. Tolle Sache. Ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Infos. Sehr gerne. Die Dokumente und Dokumentationen und Archivierungen im Römischen Reich sind jetzt kein Buch mehr mit 7 Siegeln für mich. Herzlichen Dank, Frau Jaschke. Sehr, sehr gerne. Ja. Und ich glaube, ich muss mal noch eine Woche Urlaub in Xanten machen, um mir das richtig ausführlich hier alles anzuschauen. Genau, so mindestens einen Tag sollten Sie mitbringen. Ja. Dann gucken wir uns noch was an, oder? Ja, natürlich, da zeige ich Ihnen gerne noch was. Alles klar, fein. Das war unsere kleine Zeitreise in die Epoche der Römer. Und ich fand das interessant. Auch vor 2000 Jahren gab es schon Dokumentenprozesse. Gut, gab keine Rechnungen. Wird mir auch manchmal heute ganz gut gefallen. Und was ich spannend finde, haben Sie gesehen, diese kleinen Täfelchen, diese Verträge, die hatten exakt die Größe, jawohl, eines Smartphones. So viel hat sich echt nicht getan. Bis zur nächsten Folge.